tierisch geht's weiter in dem nächsten Türchen-Video. Und wir spielen heute die Demo-Version von Radtopia mit diesen zuckersüßen Mützchen hier. Ich bin mal gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Schauen wir mal direkt rein. Würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit. Brechen wir auf ins Spiel. Starteinstellungen. Anführer. Von Anführer auswählen. Okay, Haare. Charakter Hito. Schroffes Gesicht. Oha, klasse. Wir haben da Gelehrter, gebogener Krieger, flinker Entdecker, ausschweifender Adliger, der Stadtidol. Nur ohne Krieger spielen. Da spielen wir ausschweifen, Adling. Machen wir das doch mal. Machen wir Adligs Wesen. Wie nennen wir das Mäuschen? Ja, ich meine, das ist jetzt kein schlechter Name. Mauswerf. Siedlung können wir auch noch einstellen. Fantastisch. Name. Das heißt Kötteltown. Ein Emblem für die Stadt. Und Schwanz. Orange nehmen wir. Randfarbe der Lila. Emblemfarbe Braun. So muss das. Und Muster können wir noch wählen. Ist doch nicht schlecht. Musterfarbe. Noch schwarz mit dazu. Sehr schön. Ich
Schwierigkeitsgrad. Ach, machen wir mal normal. Auf geht's nach Gürteltown. Oha. Ich frage mich, wie weit ich gekommen bin. Endlich scheinen diese Attentäter aufzugeben. Aber auch meine treuen Untertanen sind verschwunden. Ich denke, ich werde hier bleiben müssen und mich wappnen. Vielleicht könnte dieser Ort das neue Zuhause werden. Eure Hoheit, wie fühlen Sie sich? Probieren Sie WASD und Space, um sich zu bewegen. Mit dem mittleren Maus können Sie das Visier bewegen. Schauen Sie sich bitte um. Ah, okay. Toll, ich denke, Ihnen geht es vollkommen gut. Eine Interaktion basierend auf dem Anvisieren, also merken sich das gut. Ich glaube, die Maus ist einfach nur. Und jetzt werde ich Ihnen Dinge beibringen, die Sie vielleicht nicht gewöhnt sind. Bitte folgen Sie meinen Anweisungen. Oha. Das heißt, ich Ihnen beibringen, wie Sie Objekte interagieren und sammeln. Checkt in der Region. Sich Bäume sammeln. Hartes Leben. Die Herrscherin wurde von einem verlassen und musste sich jetzt selbst drum kümmern. Okay, Tab-Taste. Ins Lager soll was bringen. Sehr fantastisch. Gute Arbeit. Wenn sie nicht vollständig entfernt werden, wachsen Pflanzen nach. Okay, abbauen können wir. Hat ein bisschen was Sandbox Minecraftiges. Survival. Bisschen Getreide. Angreifen. Okay. Wir haben es jetzt geschafft, was auszurüsten. Ich wollte eigentlich mal solche Lager platzieren. Wir können es auch noch unten bauen. Bauen wir. Ja.
Ja, nicht zu tief bauen, ist klar. Ich kann nur einen Gegenstandstyp tragen. Wird früher oder später noch lästig werden. Zu bauen, Leiter. Kann man schon craften? Leitung. Okay, Blueprints haben wir hier beschäftigt gemacht. Jetzt müssen wir das Gras hinbringen. Ich kann nur drei Dinge auf einmal tragen. Das ist arglistig. Ja, das tut mir jetzt noch was schatten können. Das kriege ich selbst hin. Ist das lästig, dass wir nur drei Sachen tragen können. Bevor Sie entscheiden, welche Strukturen Sie bauen möchten, können Sie detailliertere Informationen mit F einziehen. Aha, 3x3. Nüchtigsbogen. Einzigartiger. Eines in der Stadt. Baukosten 10. Warum erstmal Stein für? Für den Stadteingang. Ja, craft mal hier erstmal. Nun erstmal Stein. Okay. Jetzt ist schon der Angriff ausgewählt. Wie wähle ich jetzt ab? Automatisches Speichern. Wechsel ich von. Achso, hier. Shift. Dachte ich von meinem Fettfinger nochmal drauf. Thank you.
Ist mindestens die eine Kiste in der Sonne. Ist irgendwann voll ist. Stadteingang können wir jetzt zum Beispiel platzieren. Müssen wir dann stärker werden, hoffentlich. Was braucht es dafür noch? Eigentlich ist es Zeit, einen Migranten aufzunehmen. Okay. Ein paar Leute, meine Bürger. Gefallen A, den geraubten, ne? Aha, aha. Gottfried, Tio, Miriam oder Gabriel. Accept a migrant. Okay. Jetzt alle. Durch alle gemacht. Ratsbürger der Stadt zum folgenden Befehl. Gabriel Miriam haben wir jetzt hier drin. Da bräuchten wir jetzt eine Leiter für. Okay, können wir jetzt sagen, dass wir immer den Weizen sammeln sollen. Und die Blumen dort oben. Können wir dann noch eine Leiter hinköpfen. Bauen schon von selbst. Ist ja großartig. Hervorragend. Bauen, Dienstleistungen, Toilette. Na dann. Und dann nochmal die Toilette auf. Hier noch. Wir kommen jetzt da rum. Sehr schön. Produktion.
Ein Sägewerk. Das muss hier oben hin. Und dann brauchen wir fleißig. Wann bauen die das denn ab? Also sie bauen das ab, damit da was entstehen kann. Da bin ich doch dabei. Warten wir kurz. Beziehungsweise meine Leute sind dabei. Stein haben wir aber noch genug. Ja. Hurra. Bauholzproduktion 0 von 4. Meisten Strukturen werden nur aktiviert, wenn ein Ratsbürger zugewiesen wird. Aha. Gabriel ist jetzt Baumeister. Job Success. Klopft jemand? Aha. Beraubte Händler, tapfere Krieger, Freiheitssuchende. Und ein paar Arbeiter. Es wird schon eingesammelt. Sehr hervorragend. Die abbauen muss, die anderen können es einsammeln. Aber hier können wir doch gleich das nächste hinbauen. Und Ressourcen. Ich weiß auch nicht, warum aus Baumrinder Holz entsteht. Ein Forschertisch. Das muss doch höher gebaut werden, das ist hier. Okay, der Forschertisch kann auch hier hin. Das königliche Gemach muss noch weiter oben hin. Sie ist aufgehoben. Nicht mein Job hier das aufzuheben. Dann war abgeschlossen. Ein bisschen Terraforming hier. So, Leiter müssen wir craften.
Ah, die bauen das schon. Okay, wen haben wir denn hier? Von adeliger Wanderer. Der bringt Holzstamm mit, also die bringt Holzstamm mit. Neue Bewohner für die Stadt. Wir müssen hier mal gucken. Vorschau. Ach du Schande. Bett, da müssen wir vorschauen. Medi-Bett. Schon gestartet. Eisenbahn können wir auch forschen. Hier wird Leiter gebaut. Fantastisch. Leiter müssen wir bauen. Bestimmte Ressourcen, das ist ja skandalös. Muss noch ein paar Ressourcen sammeln. Müssen wir hier wohl hochkommen. Ich will da weiter hoch. Baut schon Leitern. Sehr schön. Denke, hier kann man es machen. Wir kramen uns hier in den Berg hinein. Unheimlich Präsenz umgibt die Stadt. Oha. Ist ja nicht so gut. So bauen können wir hier königliches Bett müssen bauen. Genügend Ressourcen im Lager. Das müssen wir Stoff herstellen. Finden wir Stoffe. Straßendichter. Na komm. Irgendwo eine Stofferie. Sägewerk. Aha. Verfügungsbereich.
Abriss sammeln, bauen, abbauen. Ein Sammellager. Militär brauchen wir auch noch früh genug. Müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Stoffe kriegen, müssen wir noch ein bisschen was erforschen. Forschung abgeschlossen. Etagenbett, Schlieferblock. Welches Bett? Metzgerei, Steinmetz, Apotheker. Aha, okay, sagt mir sehr viel, was da jetzt steht, aber sieht nach Stoffen aus. Yuru-Pu, Transformer des Fibris and Objects. Okay. Metzgerei wird auch erforscht. Steinmetz. Oha. Gesetzesstein, Briefkasten. Da können nur drei gleichzeitig gemacht werden. Materialien. Erde. Wir kommen jetzt nicht mehr hoch. Das ist ja blöd. Oder einen neuen Block hin. Erzblock. Dass mal wieder befestigt wird. Aha. Dinge sammeln. Trotz dem festen Untergrund. Na, fantastisch. Invasion. Ach du Schande. Gegner befallen die Stadt. Warum Krieger? Wir sind am Arsch. Nicht mehr doof. Ist besiegt. Müssen wir sehr bald mal Krieger einstellen.
reicht's denn schon für ein Bett? Nicht meins, aber. Können wir erstmal Arbeiterbetten aufstellen? Solche Dinge aufgehoben, so ein Mist. Wir müssen hier nicht mehr auf dem Boden schlafen. Ah, hier. Bei Krieger. Tapfer Krieger. Sich durch den Berg durchgebaut. Hoffen, dass das nicht einstürzt über uns. Die Physik ist ähnlich wie Minecraft. Harzbürger zuweisen. Achso, die können nicht zusammen in einem Bett schlafen. Mist. Schneller neben dem Bett. Abbauen ist ein bisschen lästig. Nee. Ich brauche mehr Betten. Und wir später wahrscheinlich noch mehr Mäuse bekommen. Ich hätte noch mehr Betten brauchen, aber können wir fürs erste hier mal die bereits vorhandenen. Ah, noch mehr sind angekommen. Yay. Mehr Betten. Ich
Sie davon schlafen. Mit der Shift gedrückt. Haupthändler, Wanderer, Wanderer. So viele Jobs haben wir gar nicht hier. Okay, schläft Sommer. Gebühr. Hier muss das letzte Bett noch fertig werden. Letzte Stift unter freiem Himmel. Da hat jetzt aktuell jeder ein Bett. Da brauche ich noch Leitung. Nicht genügend Ressourcen. Mist. Vielleicht bin ich hier drüben Ressourcen. Kein Gas. Ich mach gleich wieder. Ich schaffe hier einen Weg nach unten, dass wir die Minen öffnen können. Erzblock hier und Erzblock dort. Nee, die sind friedlich. In der Stadt fehlt Nahrung. Aha. Wo kriegen wir Nahrung hier? Okay, ich glaube, wir müssen von der anderen Seite aufmachen. Oha. Und Wasser.
Königliche Wette muss noch gebaut werden. Das ist wichtig. Damit muss das Zeug noch abtransportieren. Ja, vielleicht kann ich hier eine Leiter reinbauen. Weil ich gerade keine Ressourcen habe. Nicht genügend Ressourcen im Lager, das ist tragisch. Wir müssen einen anderen Weg nach oben finden. Klassischen Minecraft-Stil nach oben bauen. Mal sehen, wohin das führt. Hier würde ich gerne ran. Mich da doch bestimmt hoch oder nicht? Natürlich nicht. Jetzt soll ich jetzt beim Stamm. Nämlich Präsenz umgeht statt, während ich nicht da bin. So. Es kann ja in die Minen gegangen werden. Schön fleißig arbeiten. Keine Ressourcen. Die werden jetzt hoffentlich gesammelt. Oh, ein tapfer Krieger. Immer noch keine Ressourcen. Wird doch da unten Gras gesammelt.
gibt einen Ratsbürger mit einer Anfrage. Ja, der Sommer. Das ist mein Geduld. Alter Spanner. Ja, was gibt's? Aha. Zustand. Curry, was willst du? Sag's mir. Das bedeutet, die Frage fehlt schnell. Ja, was ist denn? Lieber Anführer, ich liebe den Wald sehr, schon die dieses Gras und die Blumen an. Wenn du einen Sammler brauchst, dann arbeite, mach dir keine Sorgen. Die Sammellager bauen. Eine Leitung werden gebaut. Wer schläft denn hier am Tag? Meine Leitung. Komm mal da hoch und dann bin ich dann. Invasion, oh nein. Wo ist mein Krieger? Sehr schön. Krieger haben natürlich mal gar nicht geholfen. Keine Ahnung, wie ich Nahrung herstellen kann. Wie geht das durch? Durch das Töten von Gegnern? Nur ein paar Küche anstellen. Okay. Anarchist? Nee, vergiss das. Nicht in diesem Dorf. Nur hart arbeitende Arbeiter. Mehr Leitern. Aufgewachte Ratsrevolte. Das gibt's doch nicht. Thank you.
Nee, ja, macht Ärger. Steht vor der Toilette. Zustand. Was können wir gegen sie tun? Nahrung. Keine Ahnung, wie wir da ankommen. Da drüben waren ein paar Tiere. Ich muss mal um die kümmern. Ein Häschen töten. Oh nein. Fleisch. Nee, wir haben keinen Platz für noch mehr. Und davon, das bringt irgendwas. Dann würde ich die mal jetzt das königliche Schlafgemach und wir haben keinen Mangel Ressourcen. Wildstab, wie kriegen wir die denn her? Tja, wird wohl nichts mehr in diesem Spiel. Der ist nämlich schon lang genug, habe ich wahrscheinlich schon hat ein mega langer Pass draus, aber ich wollte es hier mal ein bisschen zeigen. Revolte. Der wird nicht repariert. Tja, Verwaltung kann man ja auch noch machen. Statistiken. Na dann. Bevor das hier noch ausartet. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Das war Ratopia. Sehr spannend. Habt ihr mal einen kleinen Einblick heute bekommen? Bis morgen beim nächsten Test. Ciao, ciao.